Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wir haben gerade das Unboxing gemacht zu der Soundbar von OTIC, also OTIC. Ich habe auch den QR-Code gescannt, der hier drauf steht. Wir wollen uns jetzt hardwaremäßig gleich nochmal alles ganz genau angucken. Wir sollen die auch an der Wand montieren können. Wie das funktionieren soll, ist mir bis jetzt noch ein komplettes Rätsel. Aber okay, wir gucken erstmal uns die Soundbar jetzt im Hardware-Video genauer an. Also sie wirkt wie Holz. Ich weiß nicht, ob man es hört. Mit Berührungstasten. Die werde ich euch auch zeigen. Hoppala. Dort. Das ist vorne. Das ist oben. Das ist unten. Wir haben auch hier ist was geklebt. Wir haben auch keine Nippelchen zum Schall absorbieren oder irgendwas dergleichen. Also, dass man sie vielleicht vor dem Fernseher aufs Sideboard packen kann. Fehlt komplett. Und hier sind dann die Anschlüsse. USB, HDMI, Klinke, AUX, Cinch, optisch und Strom. Ich zeige es euch auch nochmal nah. So. Und bevor wir jetzt da weitermachen, wie gesagt, ihr kriegt auch mit den Stromkabel mit dazu, die habe ich schon angeschlossen. Ein Klinkekabel bekommt ihr dann mit dazu und ein Cinch-Kabel. Und zwei so eine Plastiknippel, wo ich immer noch, ach Gott, keine Ahnung habe, was ich damit machen soll. Es war auch keine Anleitung mit bei. So, aber wir wollen jetzt erstmal hier vorne nochmal abmachen, dass ich euch das zeigen kann. So, was sich da drunter verbirgt. Ich denke mal, es reicht, wenn ich das hoch kann, stelle, oder? So. Und dann vielleicht ein bisschen ranzoomen. Oder ein bisschen mehr ranzoomen. So, weiter ranzoomen kann ich nicht. Wir haben praktisch, ich kipp das mal so ein bisschen, zwei Lautsprecher. Einen hier unten und einen da drüber. Auf beiden Seiten. Dann haben wir hier ein Loch. Das wird natürlich, ich mach mal höher, so. Das wird natürlich hier für Luft für den Subwoofer sein. Dann haben wir hier eine LED, die leuchtet. Dann denke ich mal. Dann haben wir hier ein Feld. Das ist der IR-Sensor, würde ich jetzt denken. Und oben sieht es genauso aus. Mit den zwei Lautsprechern. Ja? Kleine Lautsprecher. Wir werden das mal gucken. Ich werde mal jetzt wieder zur Sicherheit drauf machen. Weil ich zu sehr Angst habe, dass ich irgendwie dagegen komme und bevor ich den Test abschließen kann, da irgendwas kaputt mache. So. Jetzt zoomen wir nochmal raus. So. Und ich habe den QR-Code, der hier scannt, der hier drauf ist. So. Und dort kann man dann seine Gerätegarantie verlängern. Also praktisch zu den 2 Jahren, die man hat bei Amazon, kriegt man halt nochmal verlängern. Und hier steht auch natürlich ein bisschen drin. Wir haben ein Handbuch hier auch mit bei. Ich weiß jetzt nicht, ob man das als positiv oder negativ werten soll, wenn das Handbuch nur in PDF-Form praktisch auf dem Server liegt, ohne dass es mit bei liegt. Die meisten Leute schmeißen es sowieso weg. Und wir wollen ja um die Umwelt schonen und da könnte das ein Positivpunkt sein. Viele sagen aber, warum muss ich mir das runterziehen? Ich möchte das gleich mit bei haben, um nachlesen zu können. Da könnte es negativ sein. Also da bin ich momentan so schwankend. Also ich möchte es nicht als positiv, ich möchte es aber auch nicht als negativ geltend machen. Obwohl es für mich eigentlich positiv wäre, man hat weniger Müll rumzuliegen. Bei Videoanleitung ist nichts drin, FAQ ist auch nichts drin. So, wir laden uns jetzt mal oder öffnen mal die PDF-Datei. Hat er sie jetzt geöffnet? Nee, jetzt hat er sie, weil die war noch nicht runtergeladen. So, jetzt haben wir die PDF-Datei. Wir haben
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Deutsch beginnt gleich auf Seite 1. So. Ja, das ist die typische Anleitung, das ist klar, da brauche ich mir jetzt nicht angucken. Die Fernbedienung, achso, die habe ich euch auch nicht gezeigt, die habe ich nur im Unboxing gezeigt. Ja. Also man kann halt zwischen den verschiedenen Quellen hin und her schalten, laut und leise machen. Ich würde gerne wissen, wofür diese Pinöpelchen sind. So, hier haben wir dann Anklemmen mit Klinke, mit Cinch, optisch, HDMI. Wir sollen im Fernseher PCM. Drücken Sie die Maut. Ah ne, wir kriegen dann ein Menü angezeigt oder was? So, bei optisch einfach nur verbinden. Ach, wenn wir mit HDMI verbinden, kriegen wir so eine Art Menü. Wo wir so ein bisschen was einstellen können. So wie es aussieht. Das muss ich alles dann testen. Das kann ich so nicht aufnehmen, weil er ins Schlafzimmer kommt. Hier nochmal was mit bei ist. So, ja, kann ich ja nachlesen. Wir haben die Fernbedienung mit bei, mit zwei separaten Batterien. Die sind auch mit bei. Die waren schon drinnen. Netzteil haben wir mit bei. RCA-Kabel ist der Cinch-Kabel. 3,5 mm Klinkenkabel ist mit bei. Bedienungsanleitung, nein, die ist nicht mit bei. Okay, also laut diesem Ding, also laut der PDF, soll eine Bedienungsanleitung mit bei sein. Es war definitiv keine Bedienungsanleitung mit bei. Ich habe immer noch Plastinippel, wo ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Und als deutlicher Negativpunkt von mir muss ich auch so mal sagen, wir haben keine Gummifüße. Also wenn man das unterm Fernseher stellen will, aufs Lowboard, wir haben nichts, was den Subwoofer, die Boxen irgendwie abfedert vom Lowboard. Also ich denke mal, da werden Schwingungen übertragen, ich werde es testen. Und wir sollen die an die Wand bekommen. Wo mir auch noch ein Rätsel ist, wie sollen wir das an die Wand bauen? Also das ist mir ein komplettes Rätsel. Also hier in der Bedienungsanleitung ist wirklich alles super, super beschrieben. Also wie man die einzelnen Geräte verbindet, was die Fernbedienung kann. Also das ist hier alles wirklich super beschrieben. Achtung, es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien falsch eingelegt werden. Setzen Sie nur durch. Okay, also können alle explodieren, wenn die Batterien falsch rum sind. Volume down, volume. Blau, grün, violett, gelb, weiß, türkis. Also sind die verschiedenen Quellen. Okay. Mir ist immer noch Ausstattung. Schaltlicher, Waage und Stativ. Wagen und Stative. Eine Kommunikation aus Gerät und Waage muss vorsichtig bewegt werden. Was? Schnelles Anheben über mäßige Kraftaufwand und über. Oh Gott, ist das klein. Unebene Oberflächen können dazu führen, dass die Kombination aus Gerät und Wagen umkippt. Verstehe ich nicht. Also wir haben hier den Punkt 19. Ich lese euch das mal vor. Das ist jetzt nicht.
Ich mache euch den Link unten rein. Ihr könnt die Bedienungsanleitung selber runterladen und nachlesen. Punkt 19. Wagen und Stative. Doppelpunkt. Eine Kombination aus Gerät und Wagen muss mit Vorsicht bewegt werden. Punkt. Schnelles Anhalten, Komma. Schnelles Anhalten? Komma? Wieso sollte ich schnell? Egal. Übermäßigen Kraftaufwand und Unebenheiten. Unebene Oberflächen können dazu führen, dass dass die Kombination aus Gerät und Wagen umkippt. Also ich weiß nicht, in welchen Wagen ich es einbauen sollte, dass es umkippt, aber okay. Austauschteile. Wenn einzelne Teile benötigt werden, vergewissern Sie sich, dass der Hersteller... Aufstellung. Das Gerät darf nur gemäß der Einbau, nur der Empfehlung des Herstellers aufgestellt werden. Ja, das würde ich ja gerne wissen. Wie? Belüftung. Das Gerät darf nicht... Eindringen von Geräten, von Flüssigkeiten, also Hitze, Wasser und Feuchtigkeit. Überlastung, Schutz, Stromquellen, Anleitung befolgen. Alle Bedienungen müssen befolgt werden. Warnhinweise. Alle Warnhinweise auf dem Gerät in Bedienungsanleitungen müssen befolgt sein. Anleitung aufbewahren. Ich habe ja nicht mal eine Anleitung. Anleitung lesen. Ja, jetzt. Muss ich erstmal runterladen, wa? Dieses Gerät hat kein... Was hat? Ein langes Kabel. Nee, hat's nicht. Über das man stolpern kann. Also lang ist der Kabel nicht, dass man darüber stolpern kann. Okay, jetzt sind wir hier. Produktüberblick. Und dann sind wir schon oben. Also ich habe keine, oder ich habe es nicht gesehen, Aufstellanleitung. Sicherheitshinweis, Batterie. Allgemeine Bedienungsanweisung, Hinweis, Hinweis, Batterie, Fernbedienung, Achtung, Bluetooth-Modus, RCA, HDMI-Eingang, USB-Aufnahmemodus. Ach so. USB-Stick. Also man kann wohl auf einen USB-Stick aufnehmen. Kein Strom. Ach so, hier ist Fehlermitteilung, wenn irgendwelche Farben aufblinken. Technische Daten, Zubehör. Denn Daten zum Netzteil. Und das war's. Das war's. Ohne Scheiß, Leute. Das war's. Mehr steht nicht drin. Also die... Ich finde es ja vom Optischen, finde ich das Ding ja ganz schick. Auch mit den Tasten und alles drum und dran. Fernbedienung minimal gehalten. Aber dass da keine Gummifüße, das werden wir mal sehen, wie das jetzt ist. Also das müssen wir jetzt testen. Dass da keine Gummifüße drin sind. Und es ist eine Wand, also es soll eine Wand montiert werden. Ich habe hier Plasteteile, ich weiß nicht, wie ich die befestigen soll. Ist hier vielleicht irgendwo was versteckt, dass man das hier irgendwie einbaut. Ja, dann zeigt das aber, na, das hält nicht und dann zeigt das Richtung Wand. Also das kann es nur nicht sein. Also da habe ich überfragt. Also da muss ich den Hersteller mal kontaktieren, weil ich habe keine Ahnung, wie man das Ding an die Wand bauen soll. So, wir werden jetzt erstmal Strom machen.
So, jetzt hat es Strom. Es leuchtet hier rot. Ich hoffe, ihr könntet halbwegs so sehen, dass es hier rot leuchtet. Mach ich mal an. Jetzt leuchtet es blau. Ich glaube, das ist Bluetooth. Ich suche gerade nach Geräten. Ja, das ist hier SB 7202AA, glaube ich. Oder? Ja. Koppeln. Okay, wir sind gekoppelt. Bevor ich jetzt hier irgendwas, ich teste noch mal aus. Es leuchtet rot. Ich schalte an. Also wir haben wirklich nur, dass die LED leuchtet. Wir haben hier in der Mitte kein Feld, dass da irgendwas steht. AUX. AUX ist grün. Komponentenkabel ist rosa. Bluetooth ist blau, logischerweise. USB. Er schaltet nicht zu USB um. HDMI ist ja weiß mit einem Fitzelchen grün in der linken oberen Ecke. Optisch ist das gleiche. Nee, das ist grün mit gelb. HDMI soll so weißlich aussehen. Das ist sehr kurios. Bluetooth. So, also Fernbedienung reagiert schon mal. Laut. Leise, vor, zurück. Okay. Jetzt werden wir mal die Tasten hier machen. Ihr drückt halten, oder was? Ja. Nee, einmal drücken, geht an. Mode. Ah, hier können wir die Modi durchschalten. So, dann gehen wir mal auf Spotify. Spotify. Ach, meine Tochter hat schon wieder irgendwas gehört. Genau. Da wollen wir jetzt hören. Meine Bibliothek. So, Nemesis.
wird nicht einmal sein. So, jetzt ist er auf seine Bär gedrückt. Ach. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Ja. Du kannst mich. Ich geb den Tag vor und jag dich zum Teufel. Okay, ich hole euch mal kurz hier wieder. Was ist denn hier? Achso, da blockiert was. Optik gefällt sie mir. Sound, wie ich jetzt gehört habe, also was ich bis jetzt hören konnte, hört sich annehmbar an. Also mit viel Bass hat mir sogar sehr gut gefallen. Also wenn wir hier einen Equalizer halt ein paar Mal drücken, sind verschiedene Einstellungen. Da müsste man dann mal gucken, welche Einstellung das ist. Wir haben hier nicht nur zusätzliche LED, dass wir sehen, Equalizer 1, 2, 3 oder 4. Also das hätte man vielleicht mal auch noch irgendwie kennzeichnen können oder auch einfach nur mit einer weißen LED, die Vorlauf geht. 1, 2, 3, 4, 5, dass man sieht, wo man ist beim Equalizer. Und muss ja auch nicht die ganze Zeit eingeblendet sein. Die Tasten reagieren schnell. Also, das ist eigentlich echt nicht zu bemeckern. Also, laut leise geht am Smartphone, geht auch hier, Bluetooth. Über Fernbedienung reagiert sie ziemlich schnell. Also das ist eigentlich ganz gut. Die Fernbedienung ist ein bisschen leicht. Aber keine Bedienungsanleitung mit bei. An den Füßen ist kein Gummi zum Schall absorbieren oder dass praktisch die Vibration vom Bass nicht durchkommen. Ich habe es hier am Tisch eben gerade etwas gemerkt. Ich werde es jetzt auch gleich nochmal, ich will hier nichts Falsches sagen, ich werde es jetzt nochmal testen. Ich nehme jetzt hier einfach mal meine Matte hoch. So. Ich habe jetzt meine Matte hochgenommen. Ich werde auch die ganze Soundbar hier auf den Tisch, auf den Tisch stellen. So, ich habe jetzt die ganze, also es rutscht. Man zerkratzt die Soundbar logischerweise dadurch unten. Okay. Und jetzt mache ich hier nochmal an. Nicht erschrecken. Man merkt es.
Also es ist jetzt nicht, fällt jetzt nicht gerade groß negativ auf. Man merkt die Vibration schon auf dem Tisch, aber es klappert nichts oder sonst irgendwas dergleichen. Ich könnte mir aber vorstellen, auf einem Sideboard, auf einem größeren Sideboard, wo halt mehrere Sachen draufstehen, vielleicht auch Dekokram oder so, dass es da vielleicht zu unangenehmen Nebenwirkungen kommen könnte. Mir ist immer noch ein Rätsel, wie ich das Teil an die Wand machen soll. Es steht ja Wandhalter mit bei. Wir haben, wie gesagt, nur diese beiden Dinger hier. Ich weiß nicht, wo ich die reinklippen soll. Ich weiß nicht, wo ich sie befestigen soll und schon gar nicht, wie ich das Ding an die Wand bekommen soll. Das ist mir ein komplettes Rätsel. Wir haben keine Standfüße, wir haben hier keine Halterung auf der Seite, unten irgendwie, dass man sagen kann, das kommt hier hinten ran, irgendwie bumm, und das ist dann bei bestimmten Fernsehern, dass man das hinten einhaken kann, hinterm Fernseher oder so. Oder dass hier noch irgendwie eine Halterung mit bei ist, irgendwas dergleichen. Ich habe alles aus der Verpackung geholt. Es ist nicht mit bei gewesen. Wir haben die Fernbedienung, wir haben diese Plastinüppel, wir haben die Kabel mit bei, wir haben keine Anleitung, keine Gummifüße. Ich gucke auch noch mal rein, nicht, dass ich was Falsches sage. Nein. Ich mache auch noch zur Sicherheit. So, holen wir mal von hier unten das Styropor noch vor. Nicht, dass es da irgendwie eine Seite irgendwo drin ist oder so. So, das ist einmal das und dann haben wir hier das. Ja, das sind so zwei Teile, die sind zusammengeklebt. So, mehr ist hier nicht drin. Wir haben keine Erklärung. Auf dem Karton haben wir auch nur draufstehen, ja, bei Deutsch ist gerade der Amazon-Aufkleber drüber. Ganz toll. So. Gott sei Dank kleben die nicht mehr so toll wie früher. 37 Zoll Stereo Surround System mit kabelloser Bluetooth-Technologie, zwei eingebaute Hochlautsprecher, zwei Basslautsprecher, HDMI-Eingang, USB-Eingang, Anschluss an jedes Audiogerät über 3,5 mm Klinke. Remote-Umschaltung zwischen Bluetooth, AUX, bla bla bla. Input, Wandhalterung im Lieferumfang enthalten. Wechselstrombetrieb. Ja. Also die Wandhalterung soll inbegriffen sein. Also entweder bin ich jetzt nur zu blöde. Oder ich hab das System von der neumodischen Wandhalterung nicht begriffen. Was sowieso ganz kurios ist, die Anschlüsse sind nach hinten. Der Kabel, ja, ich sage der Kabel. Regt euch nicht auf heute, Mensch. So, der Kabel, ich zeige euch das mal, ist hier. So, selbst wenn ich den umlege, ja, ist der halt nicht wirklich versteckt. Wenn wir den jetzt zur Seite machen wollen würden, also sagen wir, dass das unten ist, ja, dass wir die Kabel da vernünftig rankommen, dann wäre das Bedienelement an der Wand. Wenn wir das andersrum machen, so rum machen, dass das Bedienelement vorne ist, dann geht der Sound nach unten. Ja? Dann würde das oben rausgucken. Könnte man in Kauf nehmen. Aber dann müsste man hier, oh Gott. Das habe ich mir erschreckt. Müsste man ja hier irgendwie einen Mechanismus haben für eine Wandhalterung. Aber ich habe keinen Mechanismus für eine Wandhalterung. Und in der Anleitung steht auch nichts. Ich werde euch die Anleitung unten drunter verlinken. Ihr könnt gerne nachgucken, könnt mich eines Besseren belehren. Ich gucke jetzt mal nach, wie teuer die ist.
Also für Mittelbalkenpreise, also für einen Einstiegspreis, würde ich die sagen, ist okay. Man kann sich Gumminuppel vielleicht einzeln noch kaufen oder macht so eine Anti-Rutschmatte drunter. Die ist auch sehr gut, kann ich euch auch nur empfehlen. Eine Anti-Rutschmatte, die mit den Löchern, die haut auch ordentlich Schwingungen weg. Also das habe ich bei meiner alten Festplatte machen müssen für eine PlayStation. Also nicht die MyBook, die ist super, aber die Seagate, weil die hat so viel. Das ganze Lowboard hat gewackelt. Das war nicht mehr schön. Wo wollte ich denn jetzt hin? Achso, zu Amazon wollte ich. Wo habe ich denn hier Amazon? Da oben. Amazon, wie heißt das Ding? OTC. OTIC. So, da haben wir die Soundbar. Beide Soundbars. Also die große kostet 179 und die soll 84 Euro kosten. Ist wohl gerade im Angebot anstatt 99 Euro. Hier wird sie auch nur überall hingestellt. Hier ist sie auch nirgendwo an der Wand montiert. Ich gucke mir mal die Bewertung an. Ich habe diese Soundbar. Keine Bilder. Ja. Vielleicht mal da schreiben bei Amazon, ob einer die Möglichkeit. Hier hat sie einer an der Wand, oder was? Ach, der hat sie auf ein Regal gestellt. Ja, gut, das kann ich auch. Nicht wundern, meine Katze ist rollig. Jetzt sehen auf dem Lowboard. Haben wir hier vielleicht auch noch nicht so gute Sterne, Bewertung. Ein Stern. Es ist nicht an der Wand montierbar. Wand montierbar. Obwohl es ausdrücklich in der Bedienungsanleitung steht. Ja, ich habe das Teil nur wegen der Wandmontage gekauft. Mehrere Kunden haben nach der Wandmontage gefragt. Es wurde keine Antwort des Wandmontage möglich. Was? Kunden haben Wandmontage gefragt. Es wurde geantwortet, dass die Wandmontage möglich ist. Ich verstehe nicht, wie kann man die Artikel falsch beschreiben. Für mich ist die. Versuch mich zu betrügen. Dieser Müll geht zurück. Drei Leute fanden es informativ. Der Hersteller hat auch nicht geantwortet. Okay, also. Bin nicht ich alleine so blöde? Das ist falsch beschrieben. Okay. Optik, okay. Sound, auch okay. Ich muss jetzt gucken, wie es sich beim Fernseher jetzt schlägt und so. Und ob ich das dann halt auch mit. Ob das koppelbar ist mit meinem Fire TV, weil ich werde es ja mit dem optischen anschließen und werde dann halt. Vom optischen vom Fernseher hier ran. Wenn nicht, muss ich HDMI nehmen. Ich muss gucken, ob der Grund nicht das überhaupt unterstützt. Dass ich dann mit der. Weil ich. Die Fernbedienung kann ich dann wegpacken. Ich brauche die dann nicht so. Die liegt hier auf dem Nachttisch. Ich habe den Fire TV-Fernbedienung, mache damit laut leise. Mir fehlt trotzdem die Gummifüße. Für die Schallabsorbierung. Oder wenigstens, dass man sie ein bisschen abkoppeln kann, die Soundbar vom Lowboard, wenn man sie auf Lowboard stellt oder Sideboard. Aber so, also so macht sie das, was sie soll. Die Tasten reagieren schnell. Ich hätte mir halt mehr Anzeige für den Equalizer gewünscht und die Gummifüße. Wandmontage brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Gibt's nicht. Steht da, ist aber nicht. Was ich sehr schade finde. Okay.
Das soll es jetzt dann auch dazu gewesen sein. Ich werde die jetzt im Schlafzimmer montieren. Danach, ja. Ich werde noch ein paar andere Videos machen, werde ich es im Schlafzimmer montieren und die nächste Zeit benutzen und dann kommt noch ein Fazit später. Aber da gibt mir mal ein paar Tage Zeit, dass ich das auch testen kann und vielleicht kann ich da dann auch ein bisschen mehr dazu sagen. So, das war's jetzt aber auch. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich packe euch die Beschreibung in die Beschreibung. Ich packe euch die Beschreibung in die Beschreibung, auch toll. Und ich packe euch den Link zum Produkt in die Beschreibung. So, das erste von der Firma, aber trotzdem. Das mit den Gummifüßen lässt mir keine Ruhe. Das, also, da muss ich dann gucken. Also, ich habe ja auch noch so Filzdinger. Die kann ich diese Filzdinger runterballern. Vielleicht bringt das auch was. Aber erstmal gucken, ob das vielleicht störend ist oder nicht störend ist. Ich werde euch dann aufklären. Egal, das Video war zu lang. Ich bin weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.